Hola von der Insel Gran Canaria. Ich bin hier als Angelguide tätig und häufig ist da die Frage meiner Gäste, die hierher kommen, welche Reiseroute bzw. welche Angelroute überhaupt brauche ich für das Küstenspinnfischen und wie bekomme ich die Angel auf die Insel? Da gibt es einmal die Möglichkeit, seine ganz normale Spinnroute, so man in der richtigen Größe und richtigen Klasse hat, von zu Hause mitzubringen, mit einem Transportrohr, mit einem Flugzeug. Das ist inzwischen allerdings recht teuer geworden, da die meisten Fluggesellschaften für diese Leistung eine Zusatzgebühr von teilweise über 50 Euro nehmen. Daher fragt man mich häufig nach Alternativen. Eine Alternative scheint für viele die Teleskoproute zu sein. Für den Atlantik brauchen wir Längen zwischen 2,70 Meter und 3,30 Meter und Wurfgewichten zwischen 30 und 100 Gramm. Da gibt es einige Teleskoprouten, die das auch bieten, aber grundsätzlich ist die Frage bei solchen Routen natürlich, halten die überhaupt die Belastungen auf Dauerstand? Besonders wenn man, wie hier zum Beispiel, die Fische unter Umständen rausheben muss, weil kein Gaff vorhanden oder einfach Not am Mann ist, der hängt zwischen den Steinen fest und der muss gehoben werden, hält das die Teleskoproute aus. Das ist ein Faktor. Der andere Faktor, der bei einer Teleskoproute meist sehr ungünstig ist, aufgrund der Dicke des Planks, Teleskoprouten sind nun mal zwangsläufig physikalisch bedingt dicker in ihrem Routenplank, ist es so, dass natürlich der Auswurf durch den Luftwiderstand, den die Route bietet, geringer sein wird und auch bei extremem Wind, was wir heute mal nicht haben, ist es einfach schwierig, die Angel auf Dauer auch zu führen. Das Gewicht ist meistens auch höher, deswegen aus diesen Gründen und aus zum Beispiel auch dem Grund, dass meistens auch die Ringe, die Ringanzahl, die Routenringe geringer ist, kann man auf Teleskoprouten nur im Notfall zurückgreifen. Die Hauptalternative ist die Reisesteckroute. Ich habe hier mal ein Modell mitgebracht, was ich auch selber für mich testen will, weil ich demnächst plane, in Übersee zu fischen. Mit Reisesteckrouten habe ich so manche Erfahrung, da eben auch die meisten meiner Guiding-Gäste mit solchen Steckrouten kommen. Viele Marken bieten unter dem gleichen Modellnamen auch oft eine sogenannte Travel-Version an, eine Reiseversion. Das lockt natürlich viele Konsumenten, die sagen, ha, ich habe die Marke XY zu Hause und das Modell YZ. Und die gleiche Version gibt es auch als Reiseroute. Das verlockt natürlich viele. Allerdings, das ist wirklich wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Denn die Optik und das Design stimmt natürlich vom Modell zweiteilige Steckroute zum Reisesteckroute. Doch haben wir hier komplett andere Eigenschaften, bedingt halt durch die Mehrteiligkeit. Manche Hersteller denken sich bei dem Bau seiner Reisesteckroute, die muss in einen normal großen Koffer passen. Ein anderer Hersteller hat vielleicht als Vorgabe an seinen Designer oder Ingenieur, die Route muss in einen Rucksack passen. Und eine Route in den Rucksack passt, bedeutet bei einer Länge von 3 Metern, die Anzahl der Teile wird wahrscheinlich 6 Teile sein. Und das kann ich von vornherein sagen, 6-teilige Steckrouten, egal welchen Herstellers, egal welcher Preisklasse, kann man grundsätzlich vergessen. Das ist wirklich nur noch als Gag zu bezeichnen. Es gibt 5-teilige Reisesteckrouten, die recht gute Aktionen bieten. Also eine 5-teilige Route ist dann automatisch asymmetrisch geteilt oder beziehungsweise ungleichmäßig geteilt. Und es ist äußerst nervig, wenn man zum Beispiel über solche Felsen wie hier latschen muss und dann beachten muss, welches Teil jetzt länger übersteht oder ob man einen Teil in die eine Hand nimmt und das andere Teil in die andere Hand. Ich plädiere dafür, grundsätzlich nur 4-teilige Reiserouten zu nehmen. Ganz einfach, weil sich dadurch das Gewicht der Route reduziert. Die Aktion verbessert sich, wenn eine Angel auf 3 Meter nur mal vierfach geteilt ist und nicht 5- oder 6-fach. Und es gibt weniger das Risiko, zum Beispiel von Abschüssen. Dass Teile der Angel beim Auswerfen wegfliegen, hört sich jetzt viele etwas seltsam an, in der modernen Zeit, wo doch alles ausgereift scheint. Aber selbst von Herstellern, die, ich nenne jetzt keine Namen, weil ich markenunabhängig arbeite, aber selbst von Preisklassen um die 150 Euro passiert es immer wieder, obwohl sauber zusammengesteckt, sich die Spitze oder so das zweite Teil von der Reisesteckroute Richtung Meer verabschiedet. Und oftmals kommt es natürlich dann auch zum Schnurrbruch und damit ist die Angel praktisch unbrauchbar. Ein weiterer Punkt, der bei Reisesteckrouten zu beachten ist, ist das Handteil. Hier am Meer haben wir es mit wirklich kampfstarken Fischen zu tun und da ist es oftmals notwendig, wirklich
das Handteil unter der Achsel einzuklemmen oder in der Hüfte aufzustützen, um eben auch den Drill vermüdungsfrei ertragen zu können. Und bei vielen Reiserouten-Herstellern ist es so, dass sie dann eine Reiseroute anbieten, wo das Handteil 30 cm lang ist. Zum Auswerfen und das ist zum Drill unbrauchbar. Also sollte man beachten, deswegen kann ich nur empfehlen, Reisesteckrouten auf jeden Fall im Laden zu testen oder sich vielleicht eine Reiseroute schicken zu lassen, sie zu Hause in die Hand zu nehmen und dann nach dem Test gegebenenfalls auch wieder zurückzuschicken. Ich habe mich heute für ein Modell der unteren Preisklasse entschieden, das heißt, meine Steckroute kostet knapp 80 Euro. Es kommen hier Leute hin mit Reisestecknoten von bis zu 300 Euro, wobei ich sagen muss, wer sich eine Reisestecknote über 300 Euro kauft, sollte wirklich überlegen, ob das ökonomisch Sinn macht. Weil wenn man ein, zwei Mal im Jahr verreist, lohnt es sich im Prinzip auch die 50 Euro gerade mehr für seine normale Steckroute zu zahlen und die im Transportraum im Flugzeug mitzunehmen. Er hat auf jeden Fall eine bessere Route als auch diese teure Reisesteckroute. Und es besteht nicht die Gefahr, dass man hier zwischen den Steinen mit seiner teuren Reisensteckroute im wahrsten Sinne Bruch erlebt. Die meisten Steckrouten sind in so ein Futteral verpackt. Manche sind noch mit einem speziellen Transportrohr geschützt. Das macht natürlich dann die Route auch entsprechend teuer. Dieses Transportrohr macht zum Transport im Koffer meinetwegen Sinn. Allerdings am Wasser geht es halt oft im Wind verloren. Deswegen normaler Futteral reicht eigentlich vollkommen. Hier ist wie gesagt eine vierteilige Steckroute, für die ich mich entschieden habe. Länge 3 Meter, Wurfgewicht 50 bis 80 Gramm. Und dabei habe ich natürlich auch meine normale zweiteilige Spinnroute mit etwa den gleichen technischen Daten. Und dann vergleichen wir auch mal direkt. Das Handteil der Reiseroute ist wirklich sehr schön lang gehalten. Und dann wollen wir direkt mal ummontieren. Die Steckverbindungen, die sollten gut geschliffen sein, dass die Passung wirklich hundertprozentig passt und eben nicht dieser typische Reiserouteneffekt eintritt, dass sich eben beim Werfen ein Teil Richtung Meer verabschiedet. Auch gut nochmal zusammenschieben und ein bisschen dran verdrehen, wenn man diese beiden Routen vergleicht. Die zweiteilige Spinnroute bietet natürlich wesentlich mehr Ringe. Das hat einen positiveren Einfluss auf die Aktion. Aber lassen wir uns davon nicht abhalten. Weiter geht's mit dem Zusammenbau. So, schauen wir mal die Aktion. Die Aktion der Route macht auch schon mal einen recht guten Eindruck. Ich bin gespannt, was sie letztendlich beim Werfen bringt. Und vielleicht gibt es ja auch gleich noch einen Fisch. So, nachdem ich jetzt nun einige Würfe gemacht habe mit der vierteiligen Steckroute, bin ich etwas mutiger geworden und werfe auch wieder kräftiger, wie ich es mit meiner zweiteiligen gewohnt bin. Ja, mein Eindruck ist, die Steckverbindungen, die sitzen wirklich bombenfest, da verdreht sich nichts, da rutscht nichts raus. Ganz wichtig, immer wieder kontrollieren trotzdem. Und auch bei einer zweiteiligen übrigens mache ich das. Was natürlich auffällig ist, sie ist kopflastiger. Das lässt sich natürlich nicht vermeiden, da die Steckverbindungen natürlich auch entsprechend Gewicht haben. Hier hat man sich da wohl für einen Kompromiss entschieden und eben ein paar Ringe weniger eingebaut. Ich finde aber, es macht sich nicht negativ in den Wurfeigenschaften bemerkbar. Ich ziehe jetzt mal voll durch. Man sieht, ist ordentlich Weite zu erzielen. Und auch in der heftigen Spinntechnik, die man am Meer hat, wo man mit vielen Twitches arbeitet und mit ordentlich Geschwindigkeit, lassen sich die Aktionen gut auf den Köder übertragen. Und wie gesagt, es hat sich bisher nichts gelockert. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Teil, mit dieser Route. Ah! Ja, endlich! Ah nein, doch, ja, weiß nicht. Und ab! Ja, was denn du? Ach, ein Mini-Barracuda. Ach du Scheiße, ist der klein. Ja, am Schluss hängt an der Reiseroute ein Barracuda dran. Leider etwas arg klein. Aber wie heißt es so schön? In der Not rausheben. Und man sieht, Angel packt das problemlos. Ja, die Reiseroute hat ihre Premiere hinter sich mit diesem kleinen Barracuda.
Grundsätzlich sind mehrteilige Reisesteckrouten bruchempfindlicher als zweiteilige Spinnrouten. Speziell die Steckverbindung am Handteil hält auf den Belastungen nicht stand. In diesem Tutorial zeige ich, wie man Routenbrüchen vorbeugen kann und wie man bereits gebrochene Steckverbindungen repariert. Die Schwachstellen sind die Zapfen der Steckverbindungen, die bedingt durch die Massenfertigung oft nachlässig verklebt sind. Diese können sich durch die Würfe lockern, was dann zum Bruch der Route führt. Diese Route stammt von einem Guiding-Gast, der mir die Teile als Ersatzteilspender hinterlassen hatte. Doch ich wollte sehen, ob man sie nicht noch reparieren kann. Da der Schaft massiv gerissen war, musste ich einen Teil abschneiden und mit einem Routenplank-Rolling verstärken. Hier sieht man, wie unsauber die Verklebung des Zapfens war. Zur erneuten Verklebung verwende ich hochwertiges Zweikomponenten-Schnellepoxid. Die nötige Viskosität und Festigkeit lässt sich nicht durch Epoxid erreichen, das man in Tuben fertig kaufen kann. Bei der Mischung von Härte und Epoxid ist das exakte Verhältnis zu beachten. Dies variiert von Produkt zu Produkt. Die Mischung muss absolut homogen sein. Ich verwende dazu einen kleinen elektrischen Mixer. Auch bei fabrikneuen Routen empfehle ich, die Übergänge von Zapfen und Routenplank prophylaktisch zu verkleben. Durch diese Versiegelung kann verhindert werden, dass Salz oder Sand zwischen den Routenplank und den Zapfen gerät, welches Gründe für einen möglichen Routenbruch sein können. Nun aber zur gebrochenen Steckverbindung im Handteil. Alle Teile wurden vorher entfettet, geschliffen und die Passung genau einjustiert. Das Epoxid muss auf den gesamten Bereich der Steckverbindung gleichmäßig aufgetragen werden. Darauf achten, dass der Klebstoff durch alle Fasern dringt. Dies kann nur funktionieren, wenn das Epoxid eine wirklich flüssige Konsistenz hat. An dem Zapfen machen wir nun den Job, der eigentlich schon bei der Herstellung hätte korrekt ausgeführt werden müssen. Nun muss noch die Hülse aufgesetzt werden, welche die Steckverbindung verstärken soll. Zum Schluss versiegeln wir die gesamte Verbindung nicht nur aus kosmetischen Gründen, denn das Epoxid schützt den Routenplank vor UV-Einflüssen der Sonneneinstrahlung. Damit die Beschichtung sich gleichmäßig verteilt, wird der Routenplank während der Aushärtezeit hin und her gerollt. Es gibt auch spezielle Drehvorrichtungen für Routenplanks, die das Ganze schöner machen, doch wir wollen ja erstmal sehen, ob die Route überhaupt hält. Während der Aushärtezeit kümmere ich mich um das verschlissene Handteil. In meiner Ersatzteilkammer finde ich doch tatsächlich einen passenden Endknauf. Einfach aufgesteckt und schon ist das Handteil wertiger als bei der Originalroute. Die Steckverbindung ist auch ausgehärtet. Sieht doch gar nicht so schlecht aus für ein Provisorium. Am Wasser muss ich aber zeigen, ob die Route voll einsetzbar ist oder doch nur als Ersatzteilspender dienen kann. Hält auch wesentlich kraftvollere Würfe als die, die ich im ersten Teil des Videos gezeigt habe. Somit kann ich auf meine nächste Reise, welche ich nur mit Koffer ohne Transportrohr antreten werde, eine vollwertige zweite Reiseroute mitnehmen.